Hier ist der Depot Homestyle Talk. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns kleine Deko-Inseln mit großem Wow-Effekt für eure vier Wände. Depot, der Homestyle Talk mit Jennifer Kneble. Zu Gast bei mir ist heute Interior-Bloggerin Laura Wolter. Hi Laura. Hi, ich freue mich sehr, da zu sein. Ja, wir freuen uns auch sehr. Du hast uns nämlich ganz, ganz tolle Deko-Ideen mitgebracht. Ganz genau. Und man muss dazu sagen, unser Thema heute lautet ja, Laura, kleine Deko-Insel mit großem Baueffekt. Und da bist du wirklich perfekt für dieses Thema, denn du wohnst ja selbst privat auf 40 Quadratmetern. Da muss man schon sehr organisiert sein, oder? Absolut. Ich muss echt top organisiert sein, denn das ist super schwierig, weil man immer begrenzten Platz hat. Das heißt, wenn ich zum Beispiel dekoriere, muss ich regelmäßig umdekorieren können, denn der Raum ist begrenzt. Und wenn ich mich zum Beispiel hinsetzen möchte an den schönen Esstisch, habe ich ein großes Tablett, aber das kann ich dann regelmäßig zur Seite stellen. Also da muss ich wirklich immer die Dekoration auch passend hinstellen. Und man muss kreativ sein, das bist du. Ja. Deswegen bist du heute hier. Den ersten Trend hast du uns schon mitgebracht, den sehen wir hier. Vielleicht kannst du den mal ein bisschen erklären. Genau, es geht hier im Endeffekt nur um Natürlichkeit. Wir haben hier diesen natürlichen Look aus Naturmaterialien, wie zum Beispiel diesem Bambusmaterial. Wir haben hier Keramik mit Deko-Elementen, mit Glas und dann diesen Trockenblumen. Und gerade dieser natürliche Look ist im Moment total angesagt, weil wir verbringen so viel Zeit zu Hause und wir wollen uns die Natur und alles, was drumherum ist, nach Hause holen und uns wohlfühlen. Und das ist dann der erste Look. Also ich finde es auf jeden Fall prima, weil das ist so eine Kombination, wo ich jetzt mal sagen würde, das ist perfekt für einen Tisch. Das kann man aber genauso dann so, wie es ist, zum Beispiel auf ein Regal auch stellen oder auf eine Konsole und es hat gleich einen anderen Look. Genau, das ist auch super praktisch, wenn man zum Beispiel kleine Räume hat, beispielsweise ich möchte meinen Esstisch jetzt nutzen, ich nehme das Tablett eben und trage das an eine andere Stelle oder ich schiebe es einfach zur Seite. Das ist dann nicht immer dieses einzelne Wegräumen, sondern dieses komplette und es bildet auch direkt so eine Einheit, die absolut total schön wirkt. Ja, und das Schöne daran ist, den kann man ja auch ganz schnell umstylen. Also ich sag mal, das wäre jetzt eigentlich so eine Tagesvariante. Genau. Ne? Das sieht schön aus, so wenn man das, wenn man vielleicht die Freundin zum Kaffee hat oder die Mama oder wer auch immer mal kommt, kann man das schön dekorieren. Und man kann es auch, wenn man mit dem Liebsten vielleicht abends ein paar romantische Stunden verbringen möchte, das auch ganz schnell umfunktionieren. Ja, absolut. Da würde ich jetzt zum Beispiel einfach diese Deko-Elemente. Mach gerne. Ja. Ja, ja, danke. Ja. Die Deko-Elemente einfach wegnehmen. Mhm. Genauso wie die Trockenblumen hier vorne wegnehmen. Mhm. Und diese beiden Vasen würde ich lassen, weil hier ist es total spannend. Hier ist so eine unterschiedliche Höhe, erzeugt auch automatisch diese Spannung. Und je höher die Räume sind, soll man zum Beispiel auch die Vasen hoch oder hohe Vasen hinstellen. Wir haben hier vorne jetzt so Kerzenständer. Ja. Die würde ich jetzt mal einfach dazu dekorieren, um so eine romantische Stimmung am Abend zu schaffen. Ja. Genau. Das ist jetzt auch ein bisschen ein kleiner Materialmix, ne? Da kommt jetzt Glas mit ins Spiel. Ganz genau. Naturmaterialien trotzdem. Vielleicht dann noch so einen schönen Kerzenständer. Auch interessant ist der Mix zwischen einer Blockkerze und jetzt so einer Stabkerze. Auch nochmal der Höhenunterschied ist hier total interessant. So, genau. Also das ist schon ein Thema mit den Höhen, weil das frage ich mich zum Beispiel auch immer. Gerne hat man ja wie hier auch so ein Set an Vasen in drei verschiedenen Höhen. Wie hoch kommen denn dann die Pflanzen rein? Müssen die dann oben gleich abschneiden? Oder ist es eher schöner eigentlich, wenn die, gibt es da eine Regel oder einen Trick? Also eigentlich sagt man so die Vasenhöhe und dann die doppelte Höhe. Aha. Beispielsweise hätten wir jetzt hier diese Trockenblumen, würden die jetzt hier nochmal so ein bisschen weiter rausschauen. Mhm. Ich kann da gerne auch nochmal hier vorne schauen. Ja. Da haben wir nämlich noch weitere Trockenblumen. Ach, guck hier. Beispielsweise. Ist ja nicht so, dass wir hier nicht ausgerüstet wären. Genau, wir sind ausgerüstet. Da kann man ja auch nach Belieben aufstocken, ne? Das ist ja das Schöne eigentlich. Die Gräser fände ich jetzt auch total schön in diesem Look. Denn je höher ein Strauß wird... Ich halte dir was und du ziehst die raus. Oh ja, perfekt. Ich danke dir. So, Teamwork hier. Desto pompöser wirkt er natürlich auch. Und je höher diese Vasen sind, desto höher müssen auch die Blumen sein. Also beispielsweise würde ich hier jetzt vielleicht noch so ein paar Gräser reinstellen, um diesen Look komplett zu machen. Stimmt. Vielleicht noch ein Pampasgras. Das geht Pampasgras auch immer. Ist das hier eins? Oh, sie hat ihr eigenes Pampasgras. Die wird fleißig umdekoriert. Ja.
Du, man kann ja nie genug dekorieren, finde ich, und vor allem auch nie genug umdekorieren. Ja, das sehe ich auch so. Ja, da bist du ein Pampasgras-Fan? Da bin ich ja auch, ja, absolut, absolut. Und hier sehen wir jetzt diesen Höhenunterschied. Diese Vase wirkt jetzt total schön hoch, auch gerade bei diesem großen Esstisch. Je kleiner der Tisch, desto kleiner muss natürlich auch die Vase und diese Höhenverhältnisse sein. Und dann diese kleine Vase hier neben, die sich dann total gut ergänzt. Was ist der Vorteil von einer kleinen Wohnung? Man kann die Wege schnell erreichen. Das stimmt. Und das Chaos ist übersichtlicher wahrscheinlich. Nein, also es ist eine Herausforderung, auf 40 Quadratmetern zu leben. Das muss ich schon sagen. Aber ja. Es hat alles Vor- und Nachteile. Was macht dich manchmal kirre? Also wo denkst du manchmal, jetzt flippe ich aus? Also ich bin ja so ein Typ, es wirkt so von außen immer total ordentlich, aber ich habe einen begehbaren Kleiderschrank. Und da herrscht das Chaos. Heißt, alles kommt in diesen Kleiderschrank und dann Tür zu und dann kriegt keiner mehr mit. Jeder braucht so sein kleines Chaos, genau. Auf jeden Fall. So, okay, ich lege die hier mal ab. So, das ist dann quasi der erste Look, also sehr clean, sehr natürlich, sehr, ich sag mal, in diesen Naturfarben gehalten. So ein bisschen Grün kann da, glaube ich, immer ganz gut rein, ne? Wie ganz mit dem Eukalyptus. Genau. Und du hast uns ja noch einen anderen Trend mitgebracht. Da wollen wir dann mal darüber gehen. Ich folge dir überall hin. Geh gerne vor. Das sieht ja sehr bunt aus jetzt hier. Ja, genau. Wir haben hier jetzt auf den ersten Blick ein Thema, was total anders wirkt. Ist es aber im Endeffekt gar nicht. Es sind nur auffälligere Farben, denn das sind auch komplett Naturmaterialien. Wir haben hier Bast, Terrakotta. Ich bin übrigens ein riesengroßer Terrakotta-Fan. Ich könnte mir in jeden Raum so eine Terrakotta-Vase stellen. Fangen wir doch mal mit der an. Nehmen wir mal mit rüber. Die nehmen wir mit rüber, ne? Das hier auch. Nee, das kommt runter, gell? Perfekt. Das nehmen wir auch mal das mit. Hier? Das könnten wir super als Untersetzer nutzen. Das passt ja auch so in die Richtung, genau. Ne? Das heißt, ich würde den mal hier so... Ansteraablatt? Ja, ups, warte mal. Entschuldige. So, warte mal, so, hier so schräg, glaube ich. Perfekt. Drehen wir nochmal, damit die Zuschauer das auch schön sehen können. Ja. So, genau. Da steht es noch so ein bisschen so. Das ist auch noch gleich. Perfekt. Beide leicht perfektionistisch. Ja. Okay, ich würde jetzt mal sagen, ist ganz anders. Ganz anders, aber im Endeffekt... auch gleich. Wie gesagt, wir haben hier nur Naturmaterialien, wir haben hier eine Holzschale, wir haben hier Trockenfrüchte, Glas, diesen Bast und dann noch den Terrakotta-Trend. Und trotzdem, obwohl diese gleichen Trends so unterschiedlich sind, kann man das total gut kombinieren. Und das könnte ich mir zum Beispiel auch outdoor total schön vorstellen. Stimmt. Und das Schöne ist ja auch, das ist so ein Trend, würde ich jetzt mal sagen, wenn man schon ein paar Sachen zu Hause hat, ein paar Dekosachen, wo man sagt, okay, die möchte ich jetzt nicht unbedingt wegschmeißen. Da kann man ja eigentlich ganz schön kombinieren und aufstocken. Ganz genau, weil das so durcheinander wirkt, aber trotzdem zusammenpasst. Also es sind verschiedene Stilrichtungen, gerade durch dieses Glitzer hier und dann diese, ja, im Endeffekt marokkanische Terrakotta-Vase, können das total gut kombiniert werden mit Dekoartikeln, die man zum Beispiel noch zu Hause hat. Das kann ich mir auch super schön vorstellen. Was würdest du sagen, Laura, du als Interior-Profi. Für wen würde diese Stilrichtung passen? Also für welche Wohnungseinrichtung? Ja, und für wen würde das eher passen? Also muss die Wohnung hier auch clean sein? Oder also wie passt das zusammen? Also diese Wohnung sehe ich jetzt im Boho-Style, aber auch zum Beispiel im Scandi-Style, wenn man mal ein bisschen was Aufwendigeres haben möchte. Dadurch, dass diese Naturmaterialien so schlicht sind und auch die Farben so schlicht, kann man es im Endeffekt überall dekorieren. Man kann es in einer knalligen Wohnung dekorieren, man kann es aber auch in einer Wohnung dekorieren, die total schlicht ist. Und dann haben wir diesen Trend hier, den sehe ich zum Beispiel bei diesem Setting, das passt perfekt. Das ist ja auch so ein bisschen Scandi und also viel mit Holz, viel also mit, auch Natursachen. Genau, viel mit Holz. Den sehe ich aber auch beim Industrial Style. Beispielsweise stelle ich mir jetzt wirklich so einen Industrietisch vor mit wirklich so massiven Metallfüßen. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Also wo man hier vielleicht drauf achten müsste, korrigier mich, wenn es falsch ist, dass die Wohnung an sich jetzt nicht zu bunt ist. Dann könnte es vielleicht so ein bisschen Overload sein. Genau, das stimmt. Also natürliche Materialien passen am besten mit den Farben natürlich auch zu schlichten Farben. Wir haben jetzt hier so Erdtöne und dann würde sich das auch in der Wohnung besser widerspiegeln, wenn diese Erdtöne auch in der Wohnung aufgegriffen werden. Und hier natürlich Cremetöne, kann ich mir aber auch super mit einem Terrakotta vorstellen. Wenn wir jetzt einfach mal diese Vase hier so rüberstellen, die passt auch total toll zu diesem
Setting hier. Wenn die Farbfamilie stimmt, kannst du nämlich quasi alles kombinieren, wenn wir diese Vase hier jetzt quasi so dran haben. Stimmt. Passt auch perfekt. Ja. Passt perfekt. Absolut. Aber man kann es natürlich auch bunt machen. Also das, man kann es auch knallen lassen. Man kann es knallen, das ist ein Riesentrend. Und da würde ich dir gerne jetzt auch noch was zeigen. Gerne. Das haben wir hier vorne stehen. An unserem Tisch. Ja, ich würde vorschlagen, wir nehmen hier diese Vasen mal mit. Jawohl. Und diese Dekoartikel. Einmal abräumen. Und genau, einmal alles? Abräumen. Ja. Okay. Stellen wir jetzt nämlich hier mal hin. Jawohl. Und dann nehmen wir jetzt hier diese drei knalligen Vasen mit, die ich total schön finde. Glasvasen haben sowieso etwas ganz Besonderes, weil man das Wasser auch daran sieht. Sehr schön. Und also wie gesagt, da ist es wichtig, dass man auch farblich Unterschiede macht. Also gerne bunt gemischt. Genau, gerne bunt gemischt. Gerade die Farben machen es hier. Wir haben hier schlichte Glasvasen und diese Farben passen trotzdem zusammen, weil sie zu einer Farbfamilie gehören. Das sind jetzt Terrakotta, ja, Rottöne, Gelb und dieses Olivgrün sind alles warme Töne. Wir haben hier jetzt keine eisblaue Vase, sondern mit dem Gold harmoniert das total gut. Und ich könnte mir jetzt super vorstellen, wenn wir die Vasen noch ein wenig drehen, dass wir genau diese große Vase, wie wir es jetzt hier vorne schon gemacht haben, einmal mit einem schönen Blumenbouquet, ob es jetzt nun Schnittblumen oder Kunstblumen sind, dekorieren, dass das sowohl für tagsüber als auch für abends, zum Beispiel mit einer Lichterkette, super geeignet ist. Würde ich jetzt mal eben den Blumenstrauß holen. Ich bringe auch die Lichterkette mit für den perfekten romantischen Abendlook. Das klingt gut. Und die Blumen. Schön. Okay. So. Jawohl. Ah, perfekt. Guck mal, da sehr kannst du gut ablegen. Ich danke dir. Sehr gerne. Wir haben hier jetzt so eine bunte Mischung, wirklich total knallig. Wenn ich Blumen dekoriere, mache ich es meistens so, dass ich quasi ein Kreuz in der Vase bilde. Dadurch stehen nämlich die Blumen perfekt in der Vase. Und hier kann man auch wirklich, wenn man jetzt das mit diesen bunten Vasen macht, total viele Farben kombinieren. Das passt richtig gut. Das heißt, auch hier wieder, genau wie in so einer Einzelvase, wie wir es hier ja schon hatten mit den unterschiedlichen Höhen. Genau, auch genau. Wieder erschlagen von Blume. Genau. Also auch wieder die unterschiedlichen Höhen. Ganz genau. Im Endeffekt haben wir es hier jetzt auch, dass wir ganz hohe Blumen haben, die dann quasi den Raum nochmal strecken. Und auch hier hast du ja eigentlich, genau wie bei den Vasen, die unterschiedlichsten Farben jetzt kombiniert. Genau. Also auch die sind an sich auch nochmal bunt am besten. Dadurch, dass diese Vasen, dass diese Farben auch zu einer Farbfamilie gehören, diese Grüntöne, Gelbtöne, Rosa, Pink, Orange, harmoniert das auch total gut. Also die Farben der Blumen spiegeln sich hier in den Vasen wieder. Also das ist für alle, die es ein bisschen bunter, ein bisschen peppiger möchten. Ganz und genau. Jetzt bin ich sehr gespannt, was hier deine Lichterkette noch für eine Aufgabe hat. Die Lichterkette, die sorgt jetzt für den perfekten romantischen Abendlook hier. Die kann man natürlich super gut in die eine Vase packen. In welche Vase man möchte. Dann legt man das hier hinter, dann sieht man es nicht so sehr. Und dann hat man eine romantische Tischdeko, wenn man mit seinem Liebsten abends bei einem Glas Wein am Tisch sitzt. Sehr schön. Schatz, ich mach dann mal die Lichterkette an. Oder aus. Oder aus. Ja, für die Männer im besten Fall aus. Ne? Ja, da fühlen sie genau sich wohl. Ja, super, Laura, toll. Also zwei wirklich in sich ganz unterschiedliche Looks. Und wir haben festgestellt, irgendwie haben sie aber trotzdem was gemein. Genau. Bestimmt für jeden was dabei. Die Stilrichtungen sind ja und Geschmacksrichtungen verschieden. Wenn ihr mögt und vielleicht ein bisschen nachdekorieren möchtet, schaut gerne mal bei Depot Online vorbei oder bei den Filialen oder auch bei dir auf dem Account. Sag sehr doch nochmal deinen Account. Our Sweet Living. Genau, da gibt's auch ganz viel Inspirationen. Also vielen Dank, Laura. Ich danke dir, Jenny. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Können mich jetzt gar nicht entscheiden, welchen ich welchen du schöner findest. Ja, ich bin ja ein riesen so bunter Blumenfan. So ein richtiges, das finde ich jetzt auch sehr pompöses Bouquet, ja, ne? Ja, das, ich finde auch der. Ne? Schön, wenn's Depot ist. Der Depot Homestyle Talk. Depot-online.com